Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc des Princes. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Wir melden uns heute von der Online-Freundschaftsspielsaison, in der der neue Titelträger gekrönt werden könnte. Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Ja, wenn sie heute gewinnen, dann sind sie Titelträger. Damit ist die Ausgangslage klar. Jeder weiß, worum es geht. Und es vielleicht die Führung jetzt. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Angel Di Maria. Pablo Sarabia. Sieht gefährlich aus. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Nun Kun Agüero. Den kriegt der Torwart. Bernat. Was die offensiv beide drauf haben, das wissen wir ja. Also, das dürfte ein tolles Spiel werden. Ja, sind ja ganz alleine. Eckball. So, Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Und jetzt Sterling. Kun Agüero. Walker. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Neymar. Moise Keane. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Sehr clever gemacht. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Gabriel Jesus. Jetzt De Bruyne. Benjamin Mendy. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Und die Möglichkeit. Ganz stark abgeblockt. Er springt drüber, da hat ihn der Gegenspieler nicht erwischt. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Die Fans wollen den Abschluss. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus am Ball. Mbappé. Pablo Sarabia. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. City kommt über außen. De Bruyne. Ein guter Doppelpass. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Gabriel Jesus. Ganz wichtig, da muss er hin. Und jetzt Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Flanke bleibt hängen. PSG mit der Ecke, gute Gelegenheit vielleicht zum Führungstreffer. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Die Ecke kommt. Da haben sie das Tor. Das könnte das Tor zum Titel sein. Und sie haben die Nervenstärke, dieses Ergebnis zu verteidigen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nun De Bruyne. Ball bei Agüero. Klasse Pass. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da machen sie viel Druck.
Mitchell Becker. Daniel Pereira. Ballverlust PSG. Gabriel Jesus. Rodrigo. Da passt er auf. Jetzt ist Platz für den Konter. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Jetzt De Bruyne. Kun Agüero. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Daniel Pereira. Mbappé. Pablo Sarabia ist das mit dem Ball. Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. City fehlt. Klasse Chance jetzt. Sie machen das Tor. Und damit haben sie jetzt schon mehr als eine Hand an der Trophäe. Ja, das kann man so sagen. Der Vorsprung ist enorm. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Mbappé gibt den Ball her. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Kevin De Bruyne. Und die Balleroberung, wichtig. PSG verliert den Ball. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Moise Kean. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ecke in die Mitte. Ball landet beim Gegner. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so. City hat einiges zu tun in diesem zweiten Spieldurchgang. Man liegt hier im Augenblick hinten. Und nun Fernandinho. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Agüero am Ball. Ballverlust durch Kun Agüero. Gefährlicher Pass von Mbappé. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Und jetzt Sterling. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnen. Jetzt Sterling. Und Kevin De Bruyne. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Pablo Sarabia. Da ist jetzt Platz. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Agüero, Ballverlust. Angel Di Maria. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Mitchell Becker. Pablo Sarabia ist das mit dem Ball. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Sterling jetzt am Ball. Mitchell Becker. Florenzi am Ball.
Mbappé. Jetzt Di Maria. Ja, guter Pass. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Walker. De Bruyne am Ball. Ball bei Aguero. Gabriel Jesus. Riyad Mahrez holt sich den Ball im eigenen 16er. Könnte den Konter geben. Gut aufgepasst, das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Gabriel Jesus. Aguero. Am Ball jetzt Rodri. Gabriel Jesus am Ball. Wieder Gabriel Jesus. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Di Maria. PSG in der Offensive. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Gündoğan. Ferran Torres. Nun Gündoğan. In den freien Raum. Vielleicht der Anschlusstreffer. Die Szene noch nicht vorbei. Ganz stark abgeblockt. Gueye. PSG verliert den Ball. Sterling. Weiter Raheem Sterling. Und die Ball. Schaffen Sie den Anschlusstreffer? Klar sind Sie hier vorne, kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? PSG dürfte dieses Spiel wohl gewinnen, Wolf. Die sind zu clever, zu kaltschnäuzig, um das noch aus der Hand zu geben. Die machen das. Mahrez, da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Manchester City, ja, vielleicht geht jetzt mal was. Die Chance jetzt. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. 2-1, hier ist noch alles drin. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Ball bei Neymar. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Jetzt können sie es entscheiden. Tor durch Neymar. Starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Manchester City erhält den Freistoß. 3-1 heißt es also jetzt. Der ist weit. Ballgewinn, gefährliche Position. Kylian Mbappé-Lotin. Leandro Paredes. Sensationelles Tor, was für eine Szene, was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl da unten darf sich zurecht feiern lassen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Aguero ist da unaufhaltsam. Und das Tor! Zumindest haben sie sich nicht aufgegeben, was dieser Treffer zeigt. Allzu viel Freude kommt aber natürlich nicht mehr auf. Neuer Spielstand 4-2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Jetzt der Angriff von PSG. Flanke soll zu Neymar. Er trifft den Pfosten.
Die letzte reguläre Spielminute läuft. Jetzt Sterling. Wir haben den Schlusspfiff und wir haben den Gewinner des Titels. Ja, Sie sind ein verdienter Titelträger. Schauen Sie sich diesen Jubel, diese... Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Etihad Stadium. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Wir zeigen Ihnen heute Spiel Nummer 1 aus dieser Online-Saison. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. In der letzten Spielzeit konnten Sie den Titel einfahren und genau das ist das Vorhaben für diese Saison. Und demzufolge, völlig logisch, wollen sie auch heute im ersten Spiel wieder den Sieg. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Florenzi. Di Maria. Mbappé. Und er schießt. Fernandinho macht zu. Ballverlust Manchester City. Das dürfte heute nicht leicht werden für Paris Saint-Germain. Ich erwarte ein enges Match. Beide Teams in etwa gleich stark. Spannung pur. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Kurz ausgeführt. Kun Agüero, weg ist der Ball. Mbappé! Sie holen sich den Ballbesitz. Gabriel Jesus. Agüero mit dem Ball. Geht dazwischen und hat den Ball. De Bruyne. Pass auf Gabriel Jesus. Daniel Pereira. Schöne Aktion! Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Rodrigo. City verliert den Ball. Bernat. PSG verliert den Ball. Jetzt Neymar. Der Block von Fernandinho. Könnte gefährlich werden. De Bruyne jetzt am Ball. Sehr energisch jetzt. Gabriel Jesus.
Mondi. Agüero jetzt. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Schöner Ball von Agüero. Das ist noch gefährlich. Bernat. Was für eine Parade. Da verhindert er den Rückstand. Und sie können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Jetzt die Maria. Ganz stark abgeblockt. Und nun Sterling. Ball bei Laporte. Mondi. Laporte ist das. Rodrigo. Rodri. Gabriel Jesus. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Eckball, gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Ecke kommt von Sterling. Mahrez. Kun Agüero. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. PSG über außen, da ist Platz. Hereingabe in die Mitte. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Und Kevin De Bruyne. Am Ball Sergio Aguero. Gabriel Jesus. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Sie holen einiges an Chancen raus, aber es kommen keine Tore aufs Tableau. Ich denke, dass sie in dieser Hinsicht noch konzentrierter zu Werke gehen müssen. Jetzt Aguero. Ballverlust durch Kun Aguero. Mbappé. PSG lauert auf die Chance. Sarabia. PSG macht das Tor, baut seine Führung in dieser Partie auf 2 Treffer aus. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Walker. Gabriel Jesus ist das. Ballverlust Manchester City. Ja, starker Pass. Ist das der Anschlusstreffer? Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Gefährlich jetzt. Guter Pass jetzt. Angel Di Maria. Jetzt ist er durch. Hält jetzt erstmal den Ball. Gute Aktion, da ist die Flanke. Klasse gemacht, stark geblockt. Mbappé! Tor durch Mbappé! Er ist einfach ein überragender Spieler und hier hat man es wieder gesehen. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Jetzt Sterling. Laporte ist das. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Er ist im Guter erster Durchgang von PSG. So kann es eigentlich weitergehen. Um den Ball muss Di Maria kämpfen. Rodrigo. Gabriel Jesus ist das. Gabriel Jesus. City verliert den Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Mahrez, der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab.
Ecke wird kurz ausgeführt. Gabriel Jesus. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ball jetzt zurück zu Mahrez. Ja, abseits, richtig. Di Maria. Gabriel Jesus. Ballverlust Manchester City. Neymar macht das ganz stark. Sie haben Platz. Mbappé! Bleibt hängen an Fernandinho. Ecke in die Mitte. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Sie liegen deutlich vorn. Walker. Das ist Rodri. Und nun Aguero. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Laporte, da steht er unter Druck. Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt draus machen? Pablo Sarabia. Ganz stark abgeblockt. Schau an, da lässt den Gegner alt aussehen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Gut geklärt, das war wichtig. Di Maria. Und das ist der Ballverlust. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft, ne? Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man nicht drum rumreden. Ballverlust PSG. Gabriel Jesus. Er kann es machen. Noch ist die Chance da. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm. Ich glaube nicht. 4-1 jetzt also. Super Aktion. Klasse von Neymar. Die Gelegenheit für die Flanke. Pablo Sarabia. Ball ist bei Mbappé. Die Chance für Neymar. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Walker. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Mondi. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt sollen die Spieler mehr Druck nach vorne entwickeln. Was meinst du dazu, Buschi? Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass sie die richtige Balance finden. Wenn sie jetzt zu sehr auf die Offensive setzen, werden sie hinten anfällig. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt Neymar. Gute Chance für eine Flanke. Könnte eine Chance sein zur Befreiung. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Situation geht noch weiter. Gefahr ist noch nicht bereinigt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Kevin De Bruyne. Aguero. Gabriel Jesus. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. PSG verliert den Ball. De Bruyne. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Kurze Ecke jetzt.
Einwurf. Colin Dagba. Angel Di Maria. Chance für Icardi. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Manchester City tut sich hier weiterhin sehr schwer. Die ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie holen sich den Ball doch noch. Die Möglichkeit. Chance zur Flanke jetzt. Agüero. Klasse Chance jetzt. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Moise Kean. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Neymar. Ball ist unterwegs. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Freistoß für Manchester City. Ja, energischer Vorstoß. Sauber vom Ball getrennt hier. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. Freistoß für Paris. Gut vom Schiedsrichter. Er mahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Mit einem Sieg geht die neue Saison also los für den amtierenden Titelträger. Glückwunsch. Das wollen wir zuallererst mal sagen. Alles richtig gemacht. Es deutet vieles auf eine erfolgreiche Saison.